Ja, hallo zusammen. Ich bin's, der Philipp von Prodigy Productions und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial hier von mir. Ihr habt jetzt schon seit längerer Zeit kein Video mehr von mir gesehen, also sprich kein Tutorial mehr. Und das liegt daran, dass ich im Moment ziemlich beschäftigt bin mit anderen Videoprojekten und deswegen hatte ich in letzter Zeit ein bisschen weniger Zeit für Tutorials, aber ich konnte mich jetzt durchringen und habe doch noch 5 oder 10 Minuten hier freie Zeit gefunden und die möchte ich jetzt nutzen, um euch in Premiere zu zeigen, wie Neart, das ist ein Plugin für Premiere, After Effects, Sony Vegas, Nuke und noch ganz viele weitere Programme. Dieses Plugin, das ist dazu da, um Noise Reduction zu machen, das heißt Noise in eurem Video wegzunehmen. Ich starte dazu jetzt einfach mal Premiere. So, gehe hier auf ein neues Projekt. Speicherort mein Desktop, das ist okay. Ich nenne das jetzt hier mal Test. Drücke hier auf OK. Nehme hier einfach irgendwelche Einstellungen. Mache hier noch kurz das Fenster kleiner, so dass ihr das alles sehen könnt. So, jetzt muss ich natürlich erstmal hier ein Video importieren. Und zwar nehme ich hier das hier. So. Jetzt ist das hier lustigerweise auf dem Kopf und schwarz-weiß. Das geht ganz einfach zum das Beheben. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einem anderen Tutorial. Ihr könnt hier irgendwas, zum Beispiel Levels drauflegen und ohne hier an dem Effekt selbst irgendwas zu machen, lasst den Original, bleibt das Video jetzt hier normal. So, und zwar ist das Video jetzt 20 Minuten lang. Das möchte ich jetzt nicht, weil ich mache eine Timelapse. Und ich tue das Video jetzt einfach mal kürzer machen, indem ich hier auf Speed Duration gehe. Und kann hier die neue Länge meines Videos eingeben. Machen wir mal 15 Sekunden. Klicke auf OK. So, mach das hier ein bisschen größer. So, noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr jetzt hier Play drückt, dann seht ihr, dass mein Video jetzt hier, je nachdem, nicht allzu flüssig jetzt. Am Anfang ging es relativ flüssig, aber jetzt ist hier irgendwie nur noch stockendes Bild. Um hier so eine Art RAM-Preview wie in After Effects oder so zu machen in Premiere, einfach mal Enter drücken. Dann geht hier ein neues Fenster auf und das Video wird hier ausgerendert. Hier steht auch direkt die Zeit, die noch benötigt wird, um das Video auszurendern. Ich lasse das jetzt einfach mal rendern. So, das Video hat jetzt gerendert. Das sehen wir daran, dass hier unten jetzt ein grüner Balken über unserem Video ist. Und jetzt sollten wir eigentlich das Video auch flüssig abspielen können. Das geht ziemlich flüssig. Und wenn ich jetzt das Video hier mal vergrößern würde, so zum Beispiel auf 100%, dann sehen wir, dass hier im Himmel zum Beispiel doch schon ganz schön viel Noise vorhanden ist. Also, wenn ich das jetzt hier mal abspiele, dann sehen wir, dass es hier schon ganz schön verrauscht ist. Und das möchten wir natürlich jetzt beheben. Und dazu gibt es ein Plugin, das nennt sich Neart Video. Nee, das ist von Neart Video und nennt sich Noise Reduction. Ich zeige euch hier auch nochmal kurz die Homepage von Neart. So sieht das Ganze aus. Ist auch nicht allzu teuer. Ich habe mir das Plugin gestern gekauft. Und zwar für ungefähr, also ich habe mir hier das Pro-Plugin gekauft. Da kann man halt unlimitierte Größen, mal Videogrößen halt bearbeiten damit. Mit dem Home-Plugin kann man nur bis 1280 mal 720p gehen. Und das hat mir nicht gereicht. Darum hier die Pro-Version gekauft für ungefähr 99 Dollar. Das waren, glaube ich, um die 90 Euro oder so. Also auf alle Fälle nicht allzu teuer für ein Video-Plugin. Und das habe ich jetzt hier auch, wenn ich auf meine Video-Effects gehe. Hier unten, Neart Video, Reduce Noise. Ich ziehe das jetzt hier mal auf mein Video drauf. Und hier habe ich das dann direkt auch. Jetzt könnte man meinen, dass man hier mit diesen verschiedenen Filtern bereits schon etwas einstellen könnte, dem ist aber nicht so. Man klickt hier auf dieses kleine Fenster und es geht hier ein neues Fenster von Neart auf, wo wir auch schön hier unser Bild in der Mitte haben. Und jetzt geht es halt darum, ihr müsst halt in eurem Video ein Bild finden, auf dem zum Beispiel blauer Himmel ist oder so, auf alle Fälle keine Details drin sind, wie jetzt zum Beispiel hier die Stromkabel hier am Himmel, sondern wirklich eine Fläche, die zum Beispiel am besten ist immer Himmel, sag ich, oder hier an der Hauswand eine gleichmäßige Farbe hat, damit Neart erkennen kann, was ist ein Bildrauschen und was ist kein Bildrauschen. Wenn ich jetzt hier diese
Fläche nehmen würde, dann wäre das nicht besonders gut, weil hier geht das Kabel mittendurch und Neat würde jetzt denken, oh, okay, alles was aussieht wie ein Kabel ist ein Bildrauschen und muss entfernt werden. Das heißt, euer Video würde nachher ziemlich witzig aussehen und das wollen wir natürlich nicht. Ihr könnt hier auch auf Auto Profile klicken, dann sucht Neat hier sich selbst ein Viereck aus und fragt mich dann, ob das okay ist hier unten. Ich kann dann sagen nein. Und kann selbst ein Viereck noch definieren, bei dem die Farbe überall gleich ist und nur das Bildrauschen zu sehen ist. Also, in diesem Fall gehe ich jetzt hier nochmal zurück auf mein Video und scroll hier mal ein bisschen hin und her, um hier beim Himmel irgendwo eine gute Stelle zu finden zum Beispiel. Vielleicht hier. Und zoome mal hier ein bisschen ran und nehme jetzt einfach hier so dieses Stück und klicke dann auf Auto Profile und er sagt mir jetzt, dass dieses Viereck eigentlich ziemlich klein ist und dass es dadurch hier einige Fehler geben kann, aber ich klicke jetzt hier trotzdem mal auf Yes. Und um jetzt eine Vorschau meines korrigierten Bildes zu kriegen, klicke ich hier einfach auf Noise Filter Settings. Und hier ist mein korrigiertes Bild und wenn wir jetzt hier mal ranzoomen, sehen wir hier, wenn ich hier aufs Bild klicke, hier ist das Original. Ziemlich viel Bildrauschen und hier ist gefiltert, einiges weniger Bildrauschen. Wenn euch das noch nicht ganz gefällt, so könnt ihr hier rechts dann auch noch direkt Feineinstellungen selbst übernehmen. Also mir gefällt das Plugin richtig gut, wenn ich mir hier die Ergebnisse ansehe. Hier oben rechts steht dann auch immer Filtered, Original, Filtered, Original. Also echt, da kann man ziemlich viel noch aus seinen Videos rausholen. Einfach auf Apply klicken und das wird dann auch hier direkt auf euer Video gelegt. Jetzt noch hier kurz zu diesen drei Einstellungen. Das unterste, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Auf alle Fälle benutzt man das, um Keyframes zu setzen, wenn man verschiedene Szenen in einem Video hat. Also wenn man seine Kamera jetzt nicht auf einem Stativ hat, so wie ich, sondern wenn sich die Kamera bewegt, dann hat man vielleicht Szene 1, Szene 0, Szene und es wechselt halt immer wieder hin und her und man hat halt verschiedene Verrauschungsbilder. Das heißt, man sollte immer wieder ein neues Verrauschungsbild setzen, kann man hier mit der Stoppuhr arbeiten und mit Keyframes. Das zweite ist, wenn sich die Kamera schneller bewegt, das heißt, wenn ihr einen Kameraschwenker drin habt und ihr habt Angst, dass Neat-Video euch diesen Kameraschwenker irgendwie komisch anzeigen lässt, dann kann man hier auch einstellen, wie schnell sich die Kamera im Video bewegt. In diesem Fall hier wäre das jetzt 0, weil die Kamera steht auf einem Stativ und wird nicht bewegt. Und das oberste, das zeigt uns an, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, okay, der Himmel und der Boden, da ist jetzt die Noise ein bisschen weg, aber hier auf der Seite bei den Häusern zum Beispiel, da habe ich immer noch ziemlich viel Bildrauschen drinnen, dann kann man hier einstellen, wie viele Bilder vom Video sollen denn berücksichtigt werden bei der Rauschdefinition. Das heißt, im Moment wird nur ein Bild berücksichtigt und zwar genau das aktuelle. Ich kann jetzt hier aber bis zu 5 gehen, das heißt, hier unten auch ein Slider. Zwischen 0 und 5 kann ich hier auswählen. Das heißt, es werden bei zum Beispiel 3, wenn ich jetzt hier auf 3 gehe, dann wird das aktuelle Bild berücksichtigt, das nächste Bild und das Bild davor. Und anhand von dem wird halt dann mit dem Plugin hier ausgerechnet, was ist Noise und was ist keine Noise. Das heißt, was ist Bildrauschen und was ist kein Bildrauschen. Man muss dazu sagen, ist ziemlich cool und man fragt sich vielleicht, ja toll, wieso stellt man das nicht immer auf 5? Dadurch erzielt man ja die besten Ergebnisse. In den meisten Fällen ist es nicht nötig, weil das Rendern geht dann, ihr könnt eigentlich annehmen, pro Video, wenn wir jetzt hier auf dem Faktor 0 haben, sprich auf dem Faktor 1, dann geht es halt so lang, wie es halt geht mit dem Plugin. Wenn wir es aber auf 2 haben, dann geht es doppelt so lang zum Rendern. Auf 3 geht es dann dreimal so lang, auf 4 viermal so lang und auf 5 fünfmal so lang. Und sagen wir, jetzt haben wir ein Video, das geht eine Stunde und zum Rendern dieses ganzen Videos brauche ich einen Tag. Und ihr macht jetzt auf jeden Clip hier den Filter-Radius auf 5, dann haben wir schon 5 Tage und das wäre dann schon ziemlich lang zum Rendern. Deswegen machen wir das nicht immer auf 5, sondern wirklich nur, wenn uns jetzt extrem ein Noise stören würde, was jetzt in diesem Video natürlich hier nicht der Fall ist.
Jetzt könnt ihr eigentlich weiterfahren hier mit Color Correction und so weiter. Also ich hoffe, euch hat mein kleines Video hier gefallen. Besucht mich doch mal auf meiner Homepage oder meiner Facebook-Seite. Und wenn ihr noch irgendwelche Tutorial-Wünsche habt, bitte ich, die in die Kommentare zu posten.